Willkommen bei telekom.tarife-angebote.de. Wir möchten Ihnen heute zeigen, wie Sie ein DECT-Telefon am Speedport-Hybrid-Router anmelden. Empfohlen werden hierfür die Speedphones der Deutschen Telekom, aber Sie können grundsätzlich auch jedes andere DECT-fähige Mobilteil am Speedport-Hybrid anmelden. Und als Beispiel haben wir uns hier einfach mal ein Sinus 406 genommen. Und zwar in der Ausführung ohne eigene Basisstation, also rein nur das Mobilteil mit der entsprechenden Ladestation. Und dieses Mobilteil möchten wir nun am Speedport Hybrid anmelden. Dafür sind wir schon mal in das Konfigurationsmenü hineingegangen. Und in der Oberfläche haben wir die Punkte Internet, Telefonie und Netzwerk und gehen entweder hier über den Telefonhörer oder auch oben in der Navigation auf Telefonie, bekomme hier dann meine Nummern angezeigt und über den Punkt DECT Basisstation komme ich dann in das Konfigurationsmenü hinein. Wenn die DECT Basisstation noch nicht aktiviert ist, kann ich das hier oben über diesen grünen Haken tun und unten über den Punkt angemeldete Schnurlostelefone gibt es dann einen Button Mobilteil anmelden. Sobald ich den drücke, gibt sich das Speedport Hybrid in den Suchmodus und parallel dazu muss ich dann eben auch auf dem entsprechenden Mobilteil das Ganze aktivieren. Ich sage hier Mobilteil anmelden, sage hier auch anmelden, Basis 1, die System-PIN ist die 0000. Okay. So, jetzt haben sich die Geräte gegenseitig gefunden. Er sagt hier bitte warten. So, nach einem kleinen akustischen Signal steht nun Zeit einstellen im Display des Mobilteils. Das zeigt mir an, neben den Empfangsstärkenanzeigen, dass das Mobilteil nun am Speedport Hybrid angemeldet ist und auch in der Konfigurationsoberfläche sehe ich nun ein Mobilteil 1 mit einer internen Rufnummer und grundsätzlich könnte ich es jetzt für Gespräche nutzen und eben die weiteren Einstellungen wie die Zeit vornehmen. Falls ich ein altes Mobilteil verwenden möchte, welches sich vorher schon an einer Basis angemeldet hatte, dann muss die alte Basis gegebenenfalls rausgelöscht werden oder auch wenn ich die alte Basisstation weiter als Ladeschale nutzen möchte, dann muss ich auch die Basis rauslöschen, damit es da eben keine Konflikte mit dem Speedport Hybrid gibt.